Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Nach nur einer Runde hat Mick Schumacher das Formel-2-Hauptrennen in Frankreich bereits aufgeben müssen. Grund war ein Crash mit seinem Teamkollegen. Sein indonesischer Stallrivale Shungelail von Brennabdauerteam war kurz nach dem Start neben die Strecke geraten und rammte dann spektakulär Schumachers Auto. Dabei hob der Bolide des 20-Jährigen ab, der linke Hinterreifen platzte. Schumacher schleppte sich mit seinem Gefährt zwar noch zurück an die Box, doch der Schaden am Auto war zu groß für den Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, setzte sich damit eine bittere Serie fort, er damit in Le Castellet im fünften Lauf nacheinander ohne Punkte.